Im heutigen Video möchte ich dir, ohne viel zu erzählen, eine coole Übung zeigen, mit der man nicht nur die Finger, sondern auch den Kopf fit halten kann. Die Übung kann leicht gestartet werden und dann nach und nach im Schwierigkeitsgrad gesteigert werden. Los geht's! Wir starten im 12. Bund und spielen da einen E7-Akkord. Und der E7-Akkord ist eigentlich ein vierstimmiger Akkord. Ich spiele ihn aber nur mit drei Tönen, denn bei dieser Art von Akkorden kann man die Quinte weglassen. Bei vierstimmigen Akkorden kann man die Quinte weglassen, das kann man sich merken. Also der E7-Akkord, und da spiele ich jetzt den Grundton im 12. Bund auf der E-Seite, dann die kleine Septime im 12. Bund auf der D-Seite, die A-Seite lasse ich einfach aus, und die Terz, die große Terz, hier im 13. Bund auf der G-Seite. Das ist ein E7-Akkord. Und jetzt zupfe ich mit meiner rechten Hand auch nur die drei Töne an. Die A-Seite lasse ich, wie gesagt, aus. Mit Daumen, Zeige und Mittelfinger. E7. So, und diesen E7-Akkord, den lösen wir jetzt auf in einen A-Akkord. Und wir spielen auch gleich wieder einen Sima-Akkord. Wir lösen quasi 5:1 auf. Wir tun so, als wäre E7 die fünfte Stufe von A, und auch da spielen wir gleich einen Sima-Akkord. Es ist jetzt der zweite Akkordtyp, wir haben nur zwei Akkordtypen. Der geht dann so. Ich habe jetzt hier mit dem Ringfinger den Grundton A, dann mit dem Zeigefinger auf der D-Seite im 11. Bund die D-Seite, auf der D-Seite im 11. Bund die D-Seite, ja, du weißt, was ich meine, und mit dem Ringfinger im 12. Bund die G-Seite. Das ist dann A7. E7. A7. Der Grundton E und A. 5:1. Wenn man das hier betrachtet, was auf der D- und auf der G-Seite passiert, dann ist das der Teil da, der einfach so einen Bund nach unten geschoben wird. Wir greifen es nur mit anderen Fingern, weil wir eben hier den Basston umgreifen müssen. Aber prinzipiell geht es hier so runter. Und die Übung besteht darin, dass wir das fortführen. Nach diesem A7 tun wir so, als wäre A7 die fünfte Stufe von D. Und auch da spielen wir gleich wieder ein Sima. Und das ist jetzt wieder das erste Akkordbild. D. 7. Dieser Griff. Vorher hatten wir E7. Jetzt haben wir hier D7. Und der wird jetzt aufgelöst nach G. Wir tun so, als wäre D7 die fünfte Stufe. Welche Tonart haben wir dann? G-Dur. Und auch da machen wir gleich wieder den Sima-Akkord draus. Und es geht dann so weiter. Hier haben wir C, F, B-Flat, S, As, Des, Ges, B. Und jetzt wären wir wieder beim E hier unten. Da löse ich einfach auf in den E-Dur-Akkord. Wir spielen quasi eine Oktave von E7 oben angefangen nach E7 oder E runter. So, und das, was wir jetzt hier haben, ist eine sogenannte Dominantkette. Wir spielen lauter Dominant-Sept-Akkorde aneinandergereiht. Wir lösen immer 5:1 auf. Und diese fünfte Stufe kann eben ein Dominant-Sept-Akkord sein oder ist ein Dominant-Sept-Akkord. Um es hier mal zu zeigen, am Anfang tun wir so, als wären wir in A-Dur. Wir haben die fünfte Stufe, das ist der E7. Und der wird eigentlich zum A-Dur aufgelöst. Aber wir tun dann gleich so, als wäre der A die fünfte Stufe in D-Dur. Und hier tun wir dann gleich so, als wäre D die fünfte Stufe von G. Wir ketten diese Dominant-Sept-Akkorde aneinander. Dominant-Ketten. Wer mit dem Quintenzirkel vertraut ist, der kann sich das auch hier anschauen. Wir starten beim E und dann gehen wir quasi einmal gegen den Uhrzeigersinn rum. Hier ist der Knackpunkt. Hier kommt dann Ges, beziehungsweise kann man den dann auch als Fis sehen. Man nennt diesen Begriff enharmonische Verwechslung. Sind dieselben Töne, ist es aber eine andere Bezeichnung. Aber vom Prinzip her ist es dasselbe. Genau, wir gehen vom E zum A und so weiter. Und wir machen halt überall Sima-Akkorde draus.
Teil 1 der Übung für den Kopf ist, dass wir gleichzeitig jetzt, wenn wir das spielen, uns merken, wie diese 5:1 Schritte sind, also diese Auflösungsschritte. Man lernt gleichzeitig schon mal den Quintenzirkel, beziehungsweise jetzt in die Richtung dann den Quartenzirkel. Und man lernt quasi, E ist die 5. Stufe von A, A ist die 5. Stufe von D. Und dieses Wissen ist sehr, sehr gut. So, und das spreche ich mir jetzt dazu. Das ist die erste Stufe jetzt dieser Übung. Ich sage jetzt nicht immer 7 dazu, sondern einfach nur die Grundtöne. E, A, D, G, C, F, B flat, S, As, Des, Ges oder Fis, B und dann sind wir wieder beim E. Das Ganze habe ich jetzt im Dreivierteltakt gemacht, immer so. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und so weiter. So, das ist die erste Stufe. Jetzt gehen wir eine Stufe weiter. Jetzt spielen wir nicht mehr die Akkorde als Akkordbild, sondern wir umspielen die Akkorde mit einem Arpeggio und lösen dann auf. So trainieren wir jetzt gleichzeitig das Gehör, dieses Auflösungsbestreben, und wir haben eine coole Fingerübung. Ich zeige das jetzt mal hier. Ups. Startton ist dasselbe. So, und jetzt habe ich hier mein E. Dann spiele ich die große Terz. Das ist hier auf der A-Seite im 11. Bund. Dann die Quinte mit dem kleinen Finger hier im 14. Bund. Und jetzt spiele ich die Septime, die kleine Septime. Hier die D-Seite im 12. Bund. Das ist jetzt ein sogenanntes E7 Arpeggio, ein zerlegter E7 Akkord. Und jetzt gehe ich zurück auf die 6. Quinte und löse auf in den A-Grundton. Diese Linie brauchen wir, dieses Motiv, und das Motiv wird jetzt auf alle Akkorde angewendet. Und ich habe aus dem Grund vorher den Dreivierteltakt gewählt, weil wir jetzt hier genau den Dreivierteltakt, den Achtelnoten ausspielen. 1 und 2 und 3 und 1. Und dieses A lassen wir jetzt erstmal ausklingen. Und dann spiele ich dasselbe Arpeggio hier vom A aus. A7. Und löse auf D auf. Also wir haben E, A klingen lassen. A, ups, D klingen lassen. So, und jetzt wechsle ich die Lage und spiele hier D. Selbe Bild. Dies, also D umspielen. G. Und jetzt G umspielen. C. C umspielen. F. F. B-Flat. B-Flat. S. S. As. As. Des. Des. Ges. Ges, B, B, E. Dann sind wir einmal durch. So, und das Ganze kann man jetzt natürlich auch mit einem Metronom machen. Wenn man da Probleme hat, das Tempo zu halten. Ich habe jetzt auch geschwankt wegen den Erklärungen. Ich versuche es mal, vielleicht schaffe ich es mit einem Metronom. Ich gehe jetzt mal hier auf Tempo 120. Ich habe jetzt hier mein Metronom auf Dreivierteltakt eingestellt. E, A, A, D, D, G, G, C, C, F, F, B flat, B flat, S, S, As, As, Des, Des, Ges, Ges, B,
B, E. So, das war jetzt schon relativ schnell, also macht das ruhig viel, viel langsamer. Wichtig hier ist, dass wir das immer mit diesem selben Fingersatz spielen. Ich nenne das Ganze Vierfingeraufsatz. Wenn wir jetzt hier beim E starten, dann starten wir mit dem Mittelfinger und wir sind dann in der 11. Lage. Das heißt, der Zeigefinger ist für den 11. Bund zuständig, Mittelfinger ist für den 12. zuständig, der Ringfinger für den 13. und der kleine für den 14. So hat jeder Finger seine feste Zuordnung. Jetzt wechseln wir die Lage, wenn wir zum D gehen, dann sind wir auf einmal dann in der 9. Lage. D ist zwar im 10. Bund, aber der Zeigefinger ist für den 9. Bund zuständig, deswegen 9. Lage. Ganz wichtig hier ist, das kommt dann eben mit der Zeit, das ist das Tolle an der Übung, wir trainieren gleichzeitig den Kopf und die Finger. Versuch hier, dass du mit den Fingern nicht weit abhaust, also dass das nicht so ausschaut. Wir wollen keine große Bewegung drin haben, sondern so wenig wie möglich. Und in der rechten Hand spiele ich konstant immer im Wechselschlag. So, und jetzt gehen wir noch eine Stufe weiter. Jetzt machen wir das Ganze noch ein kleines bisschen flinker und schwieriger. Und zwar gehen wir jetzt her und wir lassen den Ton auf A, in dem Fall jetzt, also beim zweiten Akkord, nicht mehr ausklingen, sondern wir spielen direkt die Dominantketten. Das heißt, wir spielen beim E7 dasselbe. Und jetzt gleich den A7-Akkord, ohne dass wir ihn ausklingen lassen. Und da verändern wir jetzt noch eine kleine Sache, und zwar den letzten Ton. Den da, den spielen wir dann schon in der neuen Lage. Achtung. Jetzt nicht hier, sondern wir gehen gleich davor und jetzt kann ich da mit dem D7 weitermachen. Dann haben wir E, A, D, G, C, F, B-Flat, S, As, Des, Ges, B. Kann man nicht mehr vorrutschen, sondern muss man den hier spielen und E, aufgelöst. Und auch das kann man schön mit dem Metronom machen. E, A, D, E, C, F, B-Flat, S, As, Des, Ges, B, E, yo, yo, yo. Okay, die Übung hält einen im Kopf fit, man trainiert das Gehör, dieses Auflösungsbestreben, die Theorie, also immer dieses 5:1 Auflösen in der Theorie und man trainiert die Finger. Mache ich immer wieder mal, bringt total viel und wenn du sagst, hey, ich hätte Bock auf mehr so Fingerübungen, da habe ich schon mal ein Video dazu gemacht, kannst du hier anschauen. Vielen Dank fürs Anschauen. Sorry, dass meine Stimme heute so komisch ist. Ein bisschen Pollenallergie nervt gerade ein bisschen. Aber es geht trotzdem. Viel Spaß damit und bis nächste Woche. Ciao.